Hi, heute gibt es mal wieder ein kleines Video von mir. Wo war ich die letzte Zeit oder was war los? Ich wollte euch mal auf dem Laufenden halten, weil ja doch längere Zeit nichts kam. Die letzten Monate gingen drunter und drüber. War viel los. Die Hunde sind hier nur am Schnüffeln und am Tun, also nicht wundern. Es ist so heiß, darum bin ich jetzt mal draußen. Im März waren wir mit den Kindern im Disneyland und kurz davor hat meine Mutter die Diagnose Drüsenkrebs bekommen mit also ein Lymphom. Das ist aus Blut über. Wir haben ja die Situation, dass wir in einem Mehrgenerationenhaus wohnen und somit, wir wohnen im Prinzip zusammen. Sagen wir es mal so. Ist, glaube ich, einfach. Ich schaue immer dahin, dabei sollte ich ja dahin gucken. Und da verhält sich das natürlich alles anders, wie jetzt bei Familien, die nicht miteinander leben. Wir haben die Situation, dass meine Kinder noch relativ klein sind, mit 7 und 5, und dass wir das Ganze erst nach dem Disney-Aufenthalt den Kindern sagen wollten, haben wir dann auch getan. Die Kleine, die Lara, ist natürlich noch ein bisschen zu klein dafür. Also sie versteht das wohl, dass die Oma krank ist. Oh, der Wind geht jetzt ein bisschen. Und die Große, die kriegt das schon mehr mit. Natürlich ist es sehr offensichtlich. Also sie hat keine Haare mehr. Sie hatte dann extremen Haarausfall durch die Chemo. Also sie hat nur Chemo bekommen oder nur Chemo bekommen. Und mein Mann hat dann gesagt, okay, weil sie es auch selber wollte, abrasieren. Naja, ich war dann erst mit meiner Mutter beim Friseur. Die haben es, also nee, mein Mann hat es ihr zuerst abrasiert und den Rest hat dann der Friseur so richtig glatzentechnisch rasiert. Sie hat auch eine Perücke bekommen, aber die sitzt sie nicht auf, weil es ist so heiß hier, das ist unglaublich. Wir haben teilweise 35 Grad. Also ich sag immer so um die 30 Grad, aber es ist halt echt so, es geht halt auch kein Windchen durch die Berge. Hier im Hintergrund sieht man die Berge ein bisschen da beim hinter den Bäumen sind sie, also die sind hier wirklich ringsrum. Da geht halt kein Lüftchen und drum, die ist da Mut zur Glatze, sag ich immer. Chat steht ihr. Wenn es einem stehen kann, dann. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und das ist halt in den letzten Monaten ein bisschen schwierig. Sagen wir es mal so. Also, es ist für uns alle eine neue Situation. Ja, und ich muss halt für die Kinder jetzt da sein. Das ist so das Wichtigste natürlich auch für meine Mama. Aber dann haben wir eben noch die Situation, dass mein Mann nicht hier wohnt. Er noch am Wochenende da ist. Kleinen Moment, Pause. So, weiter geht's. Dass mein Mann eben nicht hier wohnt und da ist eine Biene. Das ist natürlich noch mal schwieriger für uns. Wir sehen uns nur am Wochenende und dann möchten wir natürlich die Zeit sinnvoll nutzen. Was nicht immer so einfach ist, weil wir haben hier eben noch Baustelle. Also der Anbau ist fertig. Ich habe euch ja davon erzählt. Es fehlt hier und da noch Silikon. Wir haben hier ringsum um das Haus eine Terrasse gezogen. Die konnte mein Mann auch immer nur am Wochenende machen. Ja, ein guter Freund von uns hat aber geholfen. Der hat sich die Zeit freigeschaufelt und hat da zwei, dreimal helfen können. Ansonsten hat es halt Markus selber gemacht. Also ich habe
so gut es geht geholfen. Sagen wir es mal so, so gut es geht. Dann hier, das, was ihr da seht, das ist das Spielhaus unserer Kinder. Das wird jetzt auch abgebaut und kommt dann auf die andere Seite rüber, dass der Garten freier wird. Und wenn das dann fertig ist, geht es oben im Dachgeschoss weiter. Unser Nähbastelmuseum, Sammelsurium, Dingsbumsraum. Das muss halt jetzt halt einfach auf der Strecke bleiben. Das ging nicht anders. Meine Prioritäten liegen sowieso immer bei meiner Familie. Und jetzt vermehrt logischerweise. Dann ist es da oben halt einfach brütend heiß. Dachgeschoss, also das ist grauenhaft, wie ihr euch vorstellen könnt. Und da will ich auch nicht freiwillig hochgehen. Also das überlege ich mir dann schon dreimal, ob ich mich da oben hinhocke und bastel oder ein Video drehe oder so. Das lasse ich dann schön. Ja, genau. Ich habe hier ein bisschen Hintergrundbeschallung unserer Nachbarn drüben. Weiß nicht, ob ihr das hört. Genau. Das war so. Was haben wir? Ich habe euch durch den Krebs erzählt. Genau, sie hatte jetzt vorletzte Woche die letzte Chemo. Und der Arzt hat zuvor schon gemeint, es sieht eigentlich ganz gut aus, dass das eigentlich relativ gut weg ist. Ja, dem war jetzt nicht so. Und jetzt muss man die Woche einfach abwarten. Der war jetzt im Urlaub letzte Woche, wie es jetzt weiterläuft. Und dann müssen wir halt gucken. Also momentan sieht es nicht so prickelnd aus. Genau, dann haben wir jetzt noch Sommerferien bis zum 10. September. Da steht dann auch noch einiges an. Mein Mann hat erst die letzte Ferienwoche frei und die erste Schulwoche. Es wird halt dann auch schwieriger. Ansonsten kann ich euch gar nicht viel erzählen. Es ist einiges natürlich angekommen, weil kaufen kann man immer. Ob es jetzt eBay ist, online oder im Action. Der Action ist zum Glück oder auch nicht zum Glück. Glück, das ist Fluch und Segen zugleich hier ums Eck. Also ich fahre mit dem Auto 5 Minuten. Ja, wie ich schon sagte, Fluch und Segen zugleich. Also das geht auch immer. Ja, und ansonsten gibt es nicht viel zu erzählen. In Urlaub fahren wir jetzt halt nicht in Sommerferien. Und Markus und ich fahren am 1. Oktober für 3 Tage ins Disneyland. Alleine ohne Kinder. Leute, ohne Kinder. Das ist uns seit 12 Jahren unser erster Urlaub alleine. Das ist unglaublich. Das ist auch dann irgendwie so eine Hochzeitsreise, würde ich sagen. Wir haben am 26.09. Unseren 10. Hochzeitstag. Das werden wir dann ein bisschen nachfeiern. Dann hoffentlich ist schon Halloween dekoriert. Das werden wir uns dann natürlich angucken. Ja, und das wollen wir dann alles mal alleine genießen. Das hört sich ein bisschen schräg an, weil ich glaube, jeder, der Kinder hat, weiß, dass man das dann nicht genießen kann. Nein, das geht nicht. Mama, ich will dahin. Mama, machen wir das. Mama, kriege ich das. Papa, da, die, das, jenes. Man weiß es. Es ist auch kein Problem. Aber so alleine das mal anzugucken, ist auch ganz cool. Genau, das ist im Oktober. Dann, was war noch? Ich habe mir eigentlich so einen Zettel aufgeschrieben, was ich euch jetzt alles so erzählen wollte, was in den letzten Monaten passiert ist und was noch passieren wird. Aber den habe ich natürlich jetzt drinnen und ich bin tatsächlich zu faul aufzustehen. Unglaublich, aber wahr. Ich gucke wieder nur da drüben hin. Warum guckt man eigentlich immer nur an die Seite und nicht dahin? Ich weiß es nicht. Dann habe ich mich tätowieren lassen, wie ihr seht. Stitch und Chip und Chap. Jedes Mal frage ich meine Tochter, wer Chip und wer Chap ist. Jedes Mal. Und ich kann es mir nicht merken. Dann habe ich hier den vergifteten Apfel von Schnötchen. Tassilo kommt noch hin. Der ist noch nicht fertig. Ja, also das ist noch das Projekt dieses Jahr, was fertig werden soll.
Und da muss ich aber sagen, bin ich ein rechten Weichei, weil das tut scheiße weh. Oh Gott, tut das scheiße weh. Also das ist grauenhaft. Ich bin ja echt kein Weichei. Aber nee. Das war so gar nicht. Das, also da habe ich dann auch immer gesagt, nach maximal 3 Stunden. Ich kann auch nicht mehr und ich mag auch nicht mehr, weil es einfach zu weh tut. Gerade dieses Schattieren da und diese großen Flächen, das ist grauenhaft. Und da will ich ja eigentlich auch noch voll. Also da kommt dann eigentlich das Disney-Schloss hin mit Schöne und das Biest und so. Aber das muss ich mir jetzt noch überlegen. Ich glaube, der Markus darf zuerst. Ist wahrscheinlich vernünftiger. Genau. Das, dann kann ich euch noch was erzählen. Ich weiß es gar nicht. Ich bin jetzt zum Flow, oder? Zum Redeschwall. Nee, ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, wie es die nächsten Monate genau weitergeht. Das wird die Zeit bringen. Ja, wird die Zeit bringen. Den Wuffis geht's gut, die liegen da. Peppi, Fred, Schätzibär, komm hier. Bibibär mag mich. Sitzt da und schaut recht blöd. Kann er recht gut. Schätzibär. Nee, den ist auch zu heiß, das ist grauenhaft. Da müsst ihr auch nicht. Die Kinder sind tagsüber oft drinnen, weil es einfach zu heiß ist. Das ist unerträglich. Aber zum Glück haben die Gemeinde hier so ein Ferienprogramm und das können die Kinder dann auch ganz gut ausnutzen. Auch das ist von Vorteil. Genau. Das, glaube ich, war es so ziemlich. Also ich werde mich bemühen, mehr Videos zu drehen. Es wird sogar bald ein Video geben mit einem Gast. Genau. Da freue ich mich schon drauf. 1-2 Videos werden das werden. Vielleicht sogar mehr. Mal gucken. Und dann natürlich Funko Pop Holz. Die gehen immer. Bisschen Ali auch. Und ich werde versuchen zu basteln. Nur gerade wenn es so heiß ist, habe ich einfach keine Nerven. Ich habe keine Lust, mich da oben hinzuhocken und da den Kram auszupacken. Vor allem, weil es halt einfach noch so ist, dass der Nähbereich von Markus einfach noch wild durcheinander gewürfelt rumfliegt. Und das ist dann Nonsens, einfach das in Angriff zu nehmen. Vor allem weiß ich nicht, wo er mit seinem Zeug hin will. Und ich hoffe, ich kann nicht sagen, das wird in seinem Urlaub, aber ich hoffe, wenn er Urlaub hat, dass wir dann einfach mal 2 Tage Zeit haben und dann einen Rundumschlag zu machen da oben, dass man dann auch wieder anfangen kann. Der Markus war ja so nett und hat mir an meine Schwerlastregale so LED-Streifen hin, dass das schön beleuchtet ist. Ich sag noch zu ihm, das wird nicht halten. Schauen wir mal, sagt er dann. Naja, die gehen jetzt alle ab, weil es nur zum Kleben ist und jetzt muss er sich da was überlegen, dass die dranbleiben, weil das macht mich wahnsinnig sonst sowas. Wenn der Scheiß die ganze Zeit runterfliegt. Jo. Peppi. Genau. Das war's, würde ich sagen. Wir hören uns. Dann sehen uns. Ich hoffe, bald. Vielleicht auch wieder hier draußen. Solange das Wetter so schön ist, kann ich das eigentlich auch von hier draußen machen. Aber ich fühle mich da immer so begafft. Ich weiß nicht, wem es da auch so geht. Man fühlt sich die ganze Zeit so, als ob das jeder irgendwie. Hey, so nach dem Motto, was macht denn die Alte da? Ja, irgendwie komisch, keine Ahnung. Genau. Dann würde ich sagen, sehen wir uns und hören wir uns. Ciao.